Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, den nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Jetzt weiß ich nur nicht, von wo ich hier am einfachsten reinkomme. Ich denke mal, wir nehmen mal diese Seite hier. Denn dann kommen wir den Inferno so ein bisschen entgegen. Ich glaube, das ist an der Stelle etwas besser. So. Queen hinterher. Ein paar von denen. Und jetzt muss ich hier schon wieder so schnell klicken. Jawohl, das klappt aber. Und muss hier jetzt irgendwo mal meinen Sprung platzieren. Die Clanburg hier hart durchgiften. Beziehungsweise die friesen wir einfach. Und dann springen wir, glaube ich, hier nochmal. Ich glaube, so ist das ganz gut. Ach, shit, der Sprung war dösig. Der Sprung war jetzt dösig. Sehe ich gerade. Ach, da kommt keiner rüber, oder? Oh, nee. Der ist da so doof auf der Ecke platziert gerade. Naja, das ist jetzt nicht so tragisch. Glaube ich mal. Erwischen wir das Rathaus denn wenigstens? Ja, ich glaube, das Rathaus kriegen wir. Oh, die ganzen Riesenbomben da in der Mitte. Super. Naja, egal. Egal. Das muss jetzt der King gerade mal tanken da in der Mitte. Und oh, da unten sind die... Ich sehe es jetzt gerade, da unten sind die Riesen in Heilung mit dem Bowler dahinter. Okay, mal gucken, wie viele Stunden die dafür brauchen, um die Mauer da aufzumachen. Das ist gut, dass sich die Queen schon mal um den Inferno kümmert, der eh kaputt ist, beziehungsweise im Ausbau ist. Ah, okay, wir kriegen aber die Ressourcen. Mir war wichtig, dass wir hier die Ressourcen kriegen, dass wir hier bei unserer Mauer ein bisschen weitermachen können. Und ja, wieso eigentlich Abschied nehmen? Ja. Einige haben hier komischerweise Abschied genommen gestern und zwar ganz massiv. Also uns haben gestern, ich weiß gar nicht, 5-6 Leute verlassen während des Clankriegs beziehungsweise nachdem sie ihre Angriffe gemacht haben und auch irgendwo dann danach und teilweise spielen die Leute plötzlich nicht mehr. Also nach dem Motto, ich gebe meinen Account mal auf oder ab und wir gucken aber einfach mal in den Clan. Oh, ich bin im ganz verkehrten Clan. Eieiei, Mist. Ich sehe es gerade. Hier muss ich eben raus. Ich bin im ganz verkehrten Clan. Ich muss ja in den Clan True Warriors, glaube ich. In den hier will ich ja rein. So, dann komme ich hier auch eben mal rein. Und bevor ich es immer vergesse, ja, das ist auch immer der Hammer. Ich habe ja meistens ein oder zwei Accounts hier drin. Und bevor ich es vergesse, falls ich hier mal rausgehe und habe hier keinen drin, dass ich wenigstens hier wieder Co-Leader werde. So, jetzt bin ich wieder im alten Clan. Also hier während des Clankriegs, beziehungsweise währenddessen haben uns schon einige verlassen. Ich weiß, ich kann es nicht sagen, warum. Aber ich meine, wenn einer Grund gehabt hätte, den Laden hier zu verlassen, dann ich. Ihr seht das hier, 41% auf den Zweier und 47% auf die Nummer 1. Also zweimal schöne Fails abgeliefert hier und der Pascal war hier zwischendurch raus, Luca ist raus, der Dulli ist raus, spielt nicht mehr, beziehungsweise wollte seinen Account hier irgendwo abgeben. Dann haben wir den Daywalker verloren, also einige Leute sind weg und eigentlich wollte ich auch dieses Dorf hier verlassen, denn ich bin hier im Endspurt. Also ich verlasse auch BH5 irgendwann, ich muss jetzt noch einmal forschen hier für 3 Tage den oder die Kanone. Und dazu muss ich aber noch ein bisschen was reinfahren. Ihr seht, ich habe ein bisschen auch an Mauern gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal ins Geschehen rein. Die Base hier nervt mich auch nicht mehr ab. Und ich habe ja so ein bisschen meine Angriffsstrategie jetzt leicht umgestellt. Also nicht stark verändert, aber zumindest so ein bisschen. Ich nehme nicht mehr ganz so viele Drachen und lasse mir jetzt einfach mal ein. Da muss ich jetzt mal schauen, wie weit die kommen. Die brauchen ja eigentlich, gerade wenn das hier im BA5 ist, nur den Stempel da machen, den Crusher in der Mitte. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir uns schon das Rathaus hier schnappen können mit den Truppen, die wir hier haben. Oder aber ich schnapp's mir mit der Maschine. Das sieht aber schon mal ganz gut aus, glaube ich, in der Mitte. Das müsste eigentlich reichen.
Jo, das reicht auch, das ist super. Dann kann ich hier einfach mal weitermachen und mache hier noch ein paar Prozente, denke ich mal. Das reicht mir dann auch. Ich muss jetzt nicht unbedingt die Mitte entkernen, da der oder die Maschine jetzt sowieso dann gleich auf die Clan-Truppen geht. Das nervt mich auch mal so ein bisschen ab, dass die sich so schnell ablenken lässt. Aber jetzt kriegt sie nämlich Beschuss. Jetzt kommt noch der kleine Barbar. Jetzt dreht sie sich gleich wieder um, macht den kleinen Barbaren erst. So mittendrin, ja, macht erst das Lager, dann macht es den Barbaren. Na, so ist das. Okay, gucken wir mal, wie sich der Gegner hier schlägt. Also, ich habe festgestellt, dass selbst die BH6er hier in keinster Weise auch schon die 3000 mal erreicht haben. Ich gucke mal, wer hier BH6 ist. Ich habe mir gestern mal so ein paar Profile angeguckt. Ihr seht das hier, All-Time-Best bei ihm hier und nicht Shop. Also ganz, ganz wenige, die mich hier dann auch schlagen als BH6, sind hier noch nicht in der 3000er Pokal-Range gewesen. Aber ich sehe gerade, wir können hier hinten das Mauerstück machen. Das machen wir auch an der Stelle. Und dann brauchen wir jetzt allerdings noch ein bisschen was. Was kostet das Kanönchen? 1,2. Okay, das werden wir in diesem Wurf in jedem Fall ja auch nicht schaffen. Und gucken wir mal, wie wir uns hier weiter im Heim in der Bauarbeiterbase schlagen. Okay, das ist auch ein 5er. Oh, ich habe heute Morgen Glück, dass ich hier nur 5er erwische. Das ist natürlich krass. Und schon mal nicht schlecht an der Stelle. So, die tun mir natürlich ganz besonders weh, diese niedrigen bzw. diese kleinen Bogenschützen hier. Der kleine Turm, also der so eingezogen ist, der macht ja so ein bisschen mehr Schaden. Und ich glaube, ja, das Doofe ist, wenn ich jetzt meine Kampfmaschine damit reinsetze, dann kriegt die einfach zu viel Beschuss und lässt sich zu stark ablenken an der Seite. Aber ich glaube, wir können, das müsste wieder reichen in der Mitte. Das müsste, glaube ich, reichen. Na, reicht es? Es reicht schon mal für einen Stern. Ich ziehe hier mal die Maschine rein. Denn ich glaube, es reicht nicht in der Mitte. Ah, ja, ja. Ah, Mist, es reicht nicht. Mal sehen, ob... Nein, die Maschine geht natürlich jetzt darauf, wo sie nicht raufgehen soll. Scheiße. Die geht auch manchmal Wege. Also es ist echt der Hammer. Ich glaube nicht, dass der Crusher jetzt weiter bzw. näher war als die Meisterhütte. Aber war sie wahrscheinlich... ich will mich nicht mehr aufregen über dieses Dorf hier. Okay, hier haben wir mal einen 6er, das ist aber auch nicht so schlimm, glaube ich. Wir gucken mal, wir gehen über die, hat aber kleine Luftabwehren hier. Dann gehen wir mal über die obere Seite. Das heißt also, wir picken uns hier erstmal die seitlichen Gebäude jetzt so ein bisschen weg, so wie es halt geht. Ich gucke mal, ob hier hinten was geht. Ja, hier geht auch was. So, und dann komme ich gleich ganz, ganz geballt hier rein. Jetzt muss ich mal schauen. Ich lasse sie jetzt erstmal wegmachen. Die großen Lager hier, dann gehen die zumindest gleich nicht mehr auf die ganz großen Lager. So, jetzt kann ich hier reinkommen und nehme auch die Ecke hier mal mit. Jetzt spamme ich die einmal. Und lass mir mal noch genau einen über, mal gucken. Wie wir hier jetzt in diese Base reinkommen. Denn irgendwann wird natürlich der Brutzler auch brutzeln. Der tut mir jetzt nicht ganz so weh. Der Masse an Minions sowieso nicht. Okay, das haben wir in, ja, das haben wir geschafft. Dann ziehen wir die Kampfmaschine hier mal rein, um uns noch ein paar Prozente wegzuholen hier. Schauen wir mal. Oh, die sind ganz schön weit gekommen. Also auch der Brutzler ist jetzt nicht ganz so stark. An der Stelle hinten, das ist Lager. Kann der kleine Laki hier ganz ungefährdet machen. Jetzt kann er mich nur nicht unterstützen, weil er jetzt natürlich von der Luftbombe stirbt. Und ich jetzt gleich auch das Zeitliche hier segne. Eieiei, okay. Naja. Aber 74% ist nicht schlecht. Damit kann man zumindest hier gewinnen. Gewinnen wir nicht. 78%. So, jetzt muss man mal gucken, wie er das gemacht hat. Auf welcher Ecke er das gemacht hat. Ich nehme mal an, er hat das hier hinten auf dieser Ecke hier gemacht. Ja, da kommen sie dann immer rein mit ihren Hexen. Aber dann wollte ich eigentlich auch Bomben aufstellen.
Ich hatte das gestern bei Sky gesehen, ist zwar eine gute Idee, aber die wenigsten greifen mich im Moment mit Hexen an. Und wenn das vermehrt wird, dann werde ich sicherlich auch dort zwei Bomben platzieren, weil das genau die Seite ist, von der natürlich immer so ziemlich alle reinkommen. Und hier komme ich über die Luftabwehren eigentlich ganz gut rein. Ich check das einfach mal. 1, 2, 3. Und die Masse dahinter gespammt. Noch nicht ganz alle. Ich nehme einen rechts, einen links und noch einen in der Mitte. Jetzt gucke ich mal, wenn ich jetzt die Kampfmaschine allerdings schon setze, dann rennt die sicherlich irgendwo außen rum. Ich gucke mal. Ah nee, sie rennt da rein. Da ist eine Lücke. Das ist natürlich super. Habe ich gar nicht gesehen, dass da eine Lücke ist, aber die kriegt jetzt natürlich ziemlich viel Beschuss. Und jetzt kommt noch der Tesla dazu. Ich bin nicht wirklich weit in die Base reingekommen hier. Muss die jetzt nochmal zünden, mal sehen. Ah nee, das wird nichts. Da kann ich sie nicht nochmal zünden. 48%, okay. Also ist ja auch ein sehr dynamisches Spiel hier, vor allen Dingen, wenn hier die Glocke aktiv ist, beziehungsweise die Uhr aktiv ist, und da das so lange dauert, wird er das sicherlich geschafft haben. Und ich komme hier, jawohl, und ich komme hier auch aus dieser Range hier überhaupt nicht raus. Ja, da ist das Ausrufzeichen, da hat er uns natürlich geschafft. Jo, okay. Ah, wir können noch einmal, dann machen wir auch noch einmal. Und dann geht das in jedem Fall morgen mit CK-Folgen weiter. Ich bin ja aktuell so ziemlich wieder fast mit allen hier im CK drin. Und da gibt es natürlich krasse Action hier. Denn wir haben wieder mal ein gutes Fairplay-Matchplaying erwischt. Also der Gegner hat es diesmal ein bisschen schlechter erwischt. Beim letzten CK haben wir ja nur einen Neuner gehabt, der Rest war 10-11 und der Gegner hatte natürlich nur 10-11er, das war jetzt nicht so schlimm. Das haben wir eigentlich ganz gut kompensiert. Und wir haben es RH schon, das ist natürlich super, oder beziehungsweise Meisterhütte. Jawohl, der Crusher geht da auch noch weg. Und jetzt muss ich nochmal sehen, wo geht denn die Maschine rein. Die geht jetzt auf den Brutzler hier und dann hoffentlich auf die Doppelkanone. Jawohl, geht auch auf die Doppelkanone, aber ich denke mal, zünden kann ich sie nicht nochmal. Oh, sie geht nochmal kurz aus der Range raus von allen. Und kann ich sie nochmal zünden? Ja, ich kann sie nochmal zünden. Oh, wieder so knapp. Also manchmal ist das ja natürlich echt allerletzte Rille hier. Und ich schaffe es auch noch, aber der Tesla, denke ich mal, wird mir jetzt den Rest geben oder kann ich sie etwa nochmal zünden? Das wäre natürlich super, aber das wird, glaube ich, doch, ich kann sie nochmal zünden. Boah, habt ihr das gesehen, wie knapp? Ah, jetzt schießt natürlich die Kanone mit dazu. Das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Okay, 71% ist aber... Für mich ist das ganz ordentlich und wir haben auch gewonnen, also wir haben unseren Tagesbonus drin, aber wir haben noch nicht den Bonus für die Kanone hier drin. Ich denke mal, wie lange läuft das Ding eigentlich? 3 Tage, okay, und der läuft hier auch 3 Tage, ja, da müssen wir mal gucken. Ich denke mal, BH6 ist in greifbarer Nähe und aktuell, wie gesagt, hier im Clankrieg drin bei uns der Gegner. Hat hier, beziehungsweise wir haben hier einen 8er Account mit drin. Hat mal wieder einer nicht aufgepasst. Ja, denn der ACC war grün und beim Suchen hat einer nicht aufgepasst. Und ich werde dem ACC das jetzt sagen, dass er sich bitte rot stellt oder rüber geht. Aber wir haben ein bisschen Glück gehabt. Diesmal auf der anderen Seite haben wir 2 7er, 1 8er. Und dann geht es hier mit dem A-Account los. Und ich sehe es ganz zuversichtlich. Müssen wir mal gucken. Die Friends hier aus den United Arab Emirates, heißt es hier, sind auch nicht schlecht, 293 Kriege gewonnen, und wenn das Warlock schon mal auf ist, gucken wir auch mal rein, also durchwachsen, hier schon mal eine schöne grüne Welle. Ihr dürft gespannt sein, ich bin es auch, und bis dahin, euer Toto, clasht.